Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Cornelius, ich unterstütze beim Küchenkauf. Wir schauen uns heute mal die Mindestmaße an, die ein Raum haben muss, wenn ich eine Insel mit Sitzmöglichkeiten da einplanen möchte. Zunächst mal eine Wand, Hochschränke davor, Kühlschrank, Ofen, paar Unterschränke, Spüle. Wichtig, entscheidend, das Maß 60 cm von der Wand. Die nächste Frage, wie viel Platz braucht man eigentlich zwischen dieser Zeile, die wir jetzt an der Wand stehen haben, und der Insel? Das absolute Minimum sind 80 cm. 80 cm ist perfekt zum alleine kochen, extrem kurze Wege, ich muss mich immer nur auf dem Absatz drehen, zu zweit unbenutzbar. Wenn man zu zweit da arbeiten möchte, brauche ich 1,20, besser noch 1,30, aber auch nicht viel mehr, sonst wird es Lauferei. Wir rechnen hier mal mit 1,20 Meter. So, nächster Punkt. Wie tief ist denn die Insel? Ich brauche erstmal 60 cm für Kochfeld oder Spüle und dann dahinter meiner Meinung nach 30 cm. Ich muss aus Sicherheitsgründen auch mal schnell einen Topf wegstellen können, rechts und links, aber eben auch nach hinten. Ich möchte nicht, dass der Boden unübermäßig voll gespritzt wird. Und ich möchte nicht, dass ein Pfannenstiel, der mal über die Kante rausragt, aus Versehen mitgerissen wird. Also 30 cm rundherum komme ich auf eine Tiefe der Insel von mindestens 90 cm. Was man dann leicht unterschätzt, ist der Platz, der hinter der Insel noch benötigt wird. Entweder sind da ja Schränke hinten, die muss ich vernünftig aufkriegen, um reinzukommen, oder ich sitze da noch. Alles unter 90 cm erscheint mir da als zu eng. Ganz spannende Frage, wie breit muss die Insel mindestens sein, wenn Kochfeld und Spüle draufkommen? Wenn ich links das Kochfeld hinpacke, 30 cm Platz, 90 cm Kochfeld, 60 cm Mindestarbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld, die Spüle und nochmal wieder 30 cm, insgesamt 270. Ich hoffe, dass ich ein paar Fragen klären konnte. Ich freue mich auf Ihre Anfrage. Wolfgang Cornelius, Ihr unabhängiger Küchenplaner.